Du bist gerne auf Bikepacking-Abenteuern unterwegs oder auf Wanderung mit Übernachtung in der freien Natur und du überlegst jedes Mal, wie du dir morgens einen frischen Kaffee zubereiten kannst und das Ganze ohne großen Aufwand und vielleicht sogar gleich noch einen zweiten Kaffee mit auf den Weg nehmen kannst, dann zeige ich dir heute, wie das mit der Espro Travel Press wunderbar funktioniert. Ich stelle dir das Produkt einmal vor, wie du darin auch Tee zubereiten kannst, wie sich das Ganze überhaupt schlägt bei heute minus 10 Grad, strahlendem Sonnenschein und Schnee. Also viel Spaß bei dem Video. Ja, und ich habe mir nicht nehmen lassen, das Video heute draußen zu drehen. Ich hätte es auch zu Hause in der Küche drehen können, aber bei dem Wetter konnte ich einfach nicht widerstehen. Es hat mega viel geschneit hier bei uns. Es sind minus 10 Grad, die Sonne scheint. Deswegen habe ich gedacht, ich schwimme mich kurz aufs Gravelbike, fahre eine kleine Tour und mache dann das Video hier draußen. Ja, wer mein anderes Video gesehen hat von vor kurzem, wo ich ein bisschen improvisiert habe, wo ich zum Sonnenaufgang an Steinhuder Meer mit dem Gravelbike gefahren bin, der wird gesehen haben, dass das Ganze, ja, bisschen hemdsärmlich sicherlich war, aber ich hatte halt einfach spontan Bock drauf, mir draußen frischen Kaffee zu kochen. Hatte bisher nichts Passables dran, habe also die alte French Press rausgekramt und habe mir gedacht, eigentlich ist das schon ziemlich cool, auch beim Bikepacking. Also gucke ich mal nach ein bisschen was Praktischerem. Und da habe ich eine ganze Weile gesucht und habe dann hier am Ende schlussendlich die Espro Travel Press mir besorgt. Ich habe die jetzt schon ein, zwei Mal ausprobiert. Es funktioniert wunderbar. Warum sich das ganze Ding so wunderbar eignet fürs Bikepacking, das zeige ich euch jetzt mal. Ich muss jetzt hier gerade mal ein bisschen cheaten. Ich habe das Wasser nämlich zu Hause schon mal ein bisschen vorgekocht. Einfach deswegen, weil der Brenner das bei der Kälte nicht so wirklich packt. Ist aber erstmal völlig egal. Habe also mein Wasser, was ich hier dabei hatte, schon mal gleich umgefüllt. Mache das jetzt noch mal ein bisschen heiß. Während das heiß wird, stellen wir das mal so lange zur Seite. So, wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen anschauen, wie gesagt, sieht aus wie ein ganz normaler To-Go-Kaffeebecher. Oben mit einem vernünftigen Schraubverschluss, mit einer dicken Dichtung dran. Das hält also auch absolut dicht. Ich habe das vorhin mal ausprobiert, habe mir, wie gesagt, das Wasser abgefüllt. Auch ganz praktisch für unterwegs, wenn man sich nur einen Kaffee kochen will, füllt man sich das Wasser gleich mit ab. Muss dann also nicht aus einer Trinkflasche oder woanders das Wasser noch herbeholen. Nimmt dann auch nicht mehr Platz weg, weil wenn das Wasser schon drin ist, packt man das in der Tasche. Das funktioniert wunderbar. Ist, wie gesagt, absolut dicht. Das habe ich schon mal ausprobiert mit dem dicken Dichtungsring. Hält auch gut warm. Habe mir den vor einer guten Stunde, habe ich mir, wie gesagt, heißes Wasser hier reingefüllt, um das halt auf dem Kocher noch ein bisschen heißer dann zu machen. Das war noch richtig schön dampfend warm nach über einer Stunde und wie ihr seht, ziemlich eisigen Temperaturen. Also da hat das Ding auf jeden Fall auch schon mal den Test bestanden bezüglich Warmhalten. Wenn wir reinschauen, sehen wir hier, hat hier so einen ganz normalen typischen Stempel wie bei einer klassischen French Press. Man kann das ganze Ding einmal aufschrauben. Und dann sieht man, wie gesagt, von innen ganz normaler Becher mit einer entsprechenden Markierung vielleicht auch. Das ist auch ganz praktisch. Max Tea und Max Coffee, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Mit einer entsprechenden Markierung sieht man also gleich, bis wohin man maximales Wasser auffüllen darf. Egal, entweder ob man jetzt Kaffee oder Tee drin kocht. Und dann ist hier entsprechend die French Press drin. Man sieht hier unten entsprechender Filter mit so zwei Gummidichtungen hier nochmal. Die sind sehr, sehr fein. Man hier sehen kann, die dichten das also auch sehr, sehr gut ab. Und wenn ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr eine normale French Press sonst zu Hause habt, dann wisst ihr sicherlich, dass normalerweise dieses Sieb ein bisschen gröber ist. Das heißt, man muss den Kaffee auch auf eine gewisse, ja, Größe mahlen, sodass halt nicht der ganz feine Kaffee komplett durchgeht. Hier ist das Sieb extrem fein und, Achtung, es sind sogar zwei hintereinander. Das heißt, hier kann also wirklich selbst sehr fein gemahlener Kaffee wunderbar entsprechend durchgedrückt werden, sodass halt nicht nachher die ganzen Kaffeeflöhe, wie ich sie immer nenne, nachher im Kaffee landen. Das funktioniert wunderbar. Es gibt sogar noch zusätzlich von Espro kleine Filterpapiere, die man dann hier zwischen macht und dann einfach die zwischen den beiden Filtern nochmal einklemmt, dann hat man eigentlich wie eine ganz normale Filterkaffeemaschine, die dann wirklich extrem feines Kaffeepulver auch verträgt. Ich habe das bisher immer ohne ausprobiert, reicht vollkommen aus, weil man halt einfach sieht, es ist extrem fein. Lässt sich also gut auseinanderbauen, ist wirklich auf den ersten Eindruck alles auch sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Kostet ca. 38 Euro, ist jetzt nicht gerade günstig, aber ich muss sagen, von der Qualität her bin ich echt überzeugt.
und hat bisher wunderbar funktioniert. Da haben sich die 38 Euro eigentlich voll gelohnt. Unterwegs kann man das Ding dann halt einfach ausspülen, alles reinpacken, wegpacken, wunderbar, fertig. Jetzt kommen wir aber zum Wichtigsten, den Kaffee. Den habe ich natürlich zu Hause frisch gemahlen. Wie gesagt, es ist gar nicht ganz so wichtig, dass der jetzt ganz ein bisschen gröber ist oder kann auch feiner sein. Wie gesagt, durch das feine Sieb funktioniert das wunderbar. Machen wir so ca. 16 Gramm rein. Das kommt dann bei ca. 300 Millilitern, die der Becher fasst, wunderbar hin. Für einen vernünftigen Kaffee lässt man dann 4 Minuten ziehen. So, das Wasser ist jetzt auch heiß, das heißt, wir können mal umfüllen. Da ich das vorher schon hier drin abgemessen habe, passt die Menge genau. Ich habe nichts verschwendet. Das hat super funktioniert. Legen wir das mal zur Seite. Dann kommt entsprechend der Stempel hier wieder drauf. Drehen wir das Ganze mal zu und dann warten wir mal 4 Minuten. So, 4 Minuten sind rum. Jetzt drücken wir ganz einfach den Stempel runter. Das führt dann dazu, dass dieses ganz feine Sieb quasi einmal das Kaffeepulver, was natürlich da drin ist, einmal nach unten drückt und entsprechend halt das Wasser dann dadurch filtert. Geht ein bisschen schwierig, liegt aber einfach daran, dass das Sieb so relativ fein ist, macht aber nichts. Das Ganze dann reingedrückt ist, sieht man, verschwindet der Stempel hier einmal komplett drin. Und das Gute ist jetzt bei dem ganzen Ding, dadurch, dass diese doppelte Gummidichtung an diesem Stempel nochmal dran ist, kommt eigentlich auch kein gemahlenes Kaffeepulver mehr zurück in den Kaffee. Das heißt, es ist jetzt hier wirklich unten konzentriert, kommt über die Dichtung das sehr feine Sieb nicht wieder hoch in den Kaffee, was dann super praktisch ist. Man kann jetzt nämlich einfach den Deckel draufschrauben. Das Ding ist wie gesagt super dicht, packt sich das in die Tasche und kann sich das direkt halt auch schon auf die Tour mitnehmen oder natürlich ganz normal, wenn man morgens aufwacht in der Hängematte, sein Frühstück sich zusammensucht, sich einfach den Kaffee kochen und dann ganz normal einfach hier draus trinken. Das funktioniert dann nämlich ganz genauso wie so ein ganz normaler To-Go-Becher. Man sieht das hier, Press kann eigentlich ganz normal drin bleiben und dann kann man hier wunderbar an diesem Trinkrand ganz normal das Ganze als Becher nutzen. Es geht doch nichts über ein frisches Käffchen, wenn man draußen unterwegs ist. Auch beim Bikepacking oder auf der Wandertour, wenn man draußen übernachtet, morgens in der Hängematte oder auf der Isomatte, sich schön zum Frühstück ein frisches Käffchen machen. Das funktioniert mit der Travel Press von Espro richtig gut. Ihr bekommt im Prinzip 2 Produkte in einem. Auf der einen Seite natürlich die French Press oder auch Travel Press. Auf der anderen Seite gleich einen wunderbar isolierenden To-Go-Becher. Das heißt, ihr könnt euch auch gleich morgens nach dem Frühstück den zweiten Kaffee fertig machen, drückt den Stempel runter, packt den extrem gut schließenden Deckel hier oben drauf, dann habt ihr gleich für unterwegs noch wieder den Kaffee mit dabei. Ich denke, die 38 Euro sind es auf jeden Fall wert. Der Becher ist wirklich extrem gut verarbeitet. Ich bin wirklich überzeugt auch von diesen sehr gut schließenden Dichtungen und dem sehr feinen Sieb. Das finde ich richtig gut. Ich habe euch das Produkt mal unten verlinkt, wenn ihr da Interesse habt. Ansonsten hoffe ich, dass es euch geholfen hat, falls ihr am Überlegen seid und auch schon am Plan für eure nächsten Abenteuer draußen, auch wenn es momentan wettermäßig noch nicht so ganz danach aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal.